Im ersten Abschnitt zum Perzeptron-Lernen haben wir ein sehr einfaches Modell kennengelernt, um ja quasi inspiriert durch das biologische Lernen, was durch Neuronen realisiert wird, auch im Computer zu lernen. Allerdings nur in einer sehr eingeschränkten Variante, nämlich mit nur einem einzigen Neuron. Wir haben herausgefunden, was ein einzelnes Neuron, was ein einzelnes Perzeptron, das das Neuron modelliert, kann. Und wir schauen uns jetzt nochmal genauer an, wie man noch einen Schritt weiter sich von der Biologie inspirieren lassen kann mit den Multilayer-Perzeptrons. Und inwiefern die das Problem, das beim Perzeptron-Lernen herrscht, nämlich dass dieses Modell nur für sogenannte linear separierbare Probleme geeignet ist oder nur für solche tatsächlich auch das Konvergenztheorem bewiesen werden kann, umgehen kann. Linear Separierbarkeit hier noch einmal definiert. Wir haben zwei Mengen von Beispielen. Die einen sind positiv, die anderen negativ, hier als 0 und 1. Negativ als 0, positiv als 1 kodiert aus irgendeinem p-dimensionalen Feature-Raum. Und wir haben einen Gewichtsvektor und nein, umgekehrt, diese Beispielmengen x0 und x1 sind linear separierbar, wenn es einen Gewichtsvektor w0 bis wp gibt, für den gilt, dass jedes Beispiel aus der einen Menge, nämlich aus der Menge x0, das Skalarprodukt kleiner 0 aufweist und jedes Beispiel aus der anderen Menge das Skalarprodukt größer oder gleich 0, wenn es mit dem Gewichtsvektor multipliziert wird. Hier ist das Ganze illustriert. Linear separierbare Probleme haben wir gesehen. Kann mit einer einfachen linearen Hyperebene die Beispiele trennen, hier im zweidimensionalen Raum. Und in der Realität, selbst wenn die Beispiele, wie hier sichtbar, perfekt trennbar wären, geht das nur mit einer nichtlinearen Funktion, hier mit einer abschnittsweise definierten linearen Funktion, also mit vielen kleinen linearen Funktionen zum Beispiel. Und selbst wenn die Beispiele sich ein wenig durchmischen, könnte man eine sehr komplizierte Funktion definieren. Denn da wir im Computer immer in einem diskreten Raum unterwegs sind, ist es immer möglich, irgendeine Art von Kombination von solchen Funktionen hier zu finden. Das Perzeptron-Lernen kann nur die Probleme dieser Art wirklich lösen. Und Minsky hat konvergiert auch nur dafür, wobei Minsky gesagt hat, diese Probleme können auf gar keinen Fall mit Perzeptron-Lernen gelöst werden. Auch nicht, wenn die Perzeptronen in mehreren Ebenen zusammengesteckt werden. Und er hat dafür ein einfaches Beispiel gebracht, vielleicht sogar das einfachste Beispiel. Er hat sich die Funktion XOR angeguckt, die logische Funktion entweder oder, und die einmal modelliert als Lernproblem. Zwar ausgehend davon, dass wir zwei Boolean-Variablen hier haben, x1 und x2, das sind unsere Features. Und sie können halt, weil es sich um Boolean-Werte behandelt, den Wert 0 oder 1 annehmen. Und jede Kombination daraus ergibt dann vier verschiedene Belegungen dieser Features. Und das sind dann die vier Beispiele, die betrachtet werden. Wertet man die XOR-Funktion für diese Belegung jeweils aus, erhält man zweimal die 0, zweimal die 1, je nachdem, ob beide denselben Wert haben oder nicht. Und die positive Klasse wäre dann einfach definiert hier die 1-Klasse und die negative die 0-Klasse. Der Raum, der Input-Raum, der sich daraus ergibt, ist äußerst diskret. Es gibt nur vier Punkte in diesem Raum und die Beispiele x1 bis x4 verteilen sich dort.
Wie Sie diesen Raum auch drehen und wenden, Sie werden nicht mit einer geraden Linie die positiven von den negativen Beispielen trennen können. Das ist offensichtlich. Mit zwei Linien geht das aber. Und das ist letztendlich auch das, was ein Multilayer-Perzeptron macht. Allerdings mit einem Knick. Und den möchte ich Ihnen jetzt demonstrieren. Das heißt, ich zeige Ihnen jetzt nicht, warum es nicht geht. Ich zeige Ihnen die Lösung. Das hier ist das Multilayer-Perzeptron. Auch ein sehr einfaches. Es besteht aus drei Perzeptrons, die in drei Ebenen angeordnet sind. Und dieses Perzeptron kann das Problem lösen. Die erste Ebene des Perzeptrons ist einfach die ist auch Eingabeebene genannt. Sie erhält die Feature-Werte und gibt sie einfach weiter. Die zweite Ebene sind die beiden Perzeptrons, die hier zu sehen sind, mit ihren jeweiligen Heaviside-Funktionen, Aktivierungsfunktionen darin. Und genau wie die Feature-Werte, die Beispiele üblicherweise auch erweitert werden müssen, damit sie bei jedem Perzeptron als Eingabe dienen können, wird auch die Ausgabe dieser Ebene hier als Punkt in einem Raum gewertet und erweitert als Eingabe für das Perzeptron in der dritten Ebene. Das ist ein einzelnes Perzeptron und dessen Ausgabe führt dann die Klassifikation. Sie sehen hier, dass die Eingaben quasi hier in diesem Fanout in jedes Perzeptron der nächsten Ebene eingegeben werden. Und jede dieser Verbindungen hier ist mit einem Gewicht belegt, genau wie wir es beim einzelnen Perzeptron auch gesehen haben, sodass wir Gewichte für das erste Perzeptron haben, für das zweite Perzeptron und nochmal für das dritte, also insgesamt 9 Gewichte. Jetzt gehen wir einfach durch. Wir schauen uns nur das erste Perzeptron hier an und lassen das einfach mal diese Hyperebene erlernt haben. Diese Hyperebene trennt dieses eine positive Beispiel korrekt von diesen drei Beispielen, wovon eins auch positiv ist und inkorrekt klassifiziert wird. Die Klassifikationsausgabe des Perzeptrons, hier die 1 und hier die 0, steht hier einfach an den Beispielen dran. Das zweite Perzeptron soll einfach eine zweite Hyperebene definieren. Und soll diese hier sein, die dieses Beispiel hier korrekt klassifiziert, wohingegen die anderen, dieses Beispiel hier falsch klassifiziert, wohingegen diese Beispiele hier, wohingegen diese Beispiele als positiv betrachtet werden. Also das heißt, auch diese beiden hier werden als falsch klassifiziert. Das heißt, diese Hyperebene ist im Vergleich zu der des ersten Perzeptrons erstmal, sieht sie schlechter aus, weil sie deutlich, kann man auch so nicht sagen, sie macht nicht notwendigerweise mehr Fehler. Nein, Entschuldigung. Also insofern, sie ist äquivalent, es ist symmetrisch. Was jetzt geschieht hier ist, dass die Ausgaben beider Perzeptrons in einen neuen Raum eingebettet werden. Sie ergeben einen Punkt in einem bis dato noch nicht gesehenen Raum. Und wenn Sie jetzt jedes Beispiel durchgehen und von dem Perzeptron klassifizieren lassen, erhalten Sie die Koordinaten des Raums für dieses Beispiel, wo dieses Beispiel dann eingebettet zu liegen kommt. Und wie Sie sehen, sind die beiden negativen Beispiele auf derselben Stelle. Das kann man hier nochmal nachvollziehen. Sie erhalten von beiden Perzeptronen jeweils einmal ein positives und einmal ein negatives Ergebnis, eine negative Klasse. Und auf diese Weise landen sie beide bei denselben Koordinaten. Und dieses Problem in diesem Raum hier ist nun linear separierbar. Es genügt ein einziges weiteres Perzeptron,
um eine Hyperebene zu definieren in diesem Raum, das alle positiven von allen negativen Beispielen erfolgreich trennt. Diese Idee, die hatten die Leute damals durchaus auch schon, dass man das machen könnte. Und die Lösung, die wir hier sehen, die mathematische Lösung, gehen wir jetzt nochmal kurz durch. Die erste Hyperebene ist dieser Gewichtsvektor hier, hier schon transponiert und als die erste Zeile dieser Matrix WH abgetragen. Das heißt, dass die Transposition wird hier nicht nochmal wie im Skalarprodukt vorher aufgeschrieben, sondern wir befinden uns dann bei der Matrixmultiplikation schon hier mit einer zweizeiligen Matrix. Denn wir haben ja die zweite Hyperebene, die die zweite Zeile dieser Matrix einnimmt. Und das multipliziert mit jedem Beispiel ergibt halt die beiden Werte y1 und y2. Die werden dann mit der dritten Matrix WO multipliziert und wir erhalten die Ausgabe der Modellfunktion durch Anwendung der Heaviside-Funktion dar. Diese Ebene heißt Input-Ebene, diese Ebene wird Hidden-Ebene genannt, dafür steht das H hier und diese Ebene dann Output-Ebene. Sie sehen hier, wie die Modellfunktion dieses Multilayer-Perzeptrons aussieht. Es ist eine verschachtelte Funktion, die Heaviside-Funktion wird angewendet auf den Parameter WO multipliziert mit dem erweiterten Vektor der Heaviside-Funktion angewendet von WH multipliziert mit X. Diese Heaviside-Funktion ist im Prinzip, so wie diese Heaviside-Funktion hier, einfach nur eine leichte Definition für den Parameter einer Matrix. Die Ausgabe ist einfach ein Vektor für jede Komponente. Und auf diese Weise gibt es nun eine valide Lösung für das Problem, aber was wir noch nicht wissen ist, wie wir diese Gewichte denn nun erlernen sollen. Man kann jetzt hier natürlich auch versuchen, den Perzeptron-Training-Algorithmus entsprechend anzupassen und die Gewichte einfach zufällig zu belegen. Und man würde es auch schaffen, für diese Situation hier die Gewichte auszurechnen. Aber dafür müsste diese Situation erstmal hergestellt werden. Und wir wissen nicht, wie wir sie zielgerichtet herstellen sollen. Für dieses Spielbeispiel ginge das vielleicht sogar zu konstruieren. Aber wenn Sie ein realistischeres Beispiel haben, wäre die Suche danach unendlich lang. Man braucht andere Methoden hierfür, als wir sie bis jetzt gesehen haben, um dieses Problem trotzdem noch lösen zu können. Und es gibt jedoch eine Lösung dafür hierfür, die wir Ihnen an dieser Stelle vorführen. Am liebsten würden wir auch weiterhin den Gewichtsvektor, wir würden alle Gewichte wieder gerne zusammen in einem großen Gewichtsvektor betrachten und den Gradientenabstieg verwenden. Und das ist exakt das, was der zweite Aspekt ist, um diese Nichtdifferenzierbarkeitslimitierung zu überwinden, den wir einführen. Auch dort wenden wir etwas an, was Sie schon gesehen haben, bei der linearen Regression, beim Übergang zur logistischen Regression. Wir wenden einfach die Sigmoid-Funktion an. Als Aktivierungsfunktion im Perzeptron. Und tauschen die Heaviside-Funktion durch diese Funktion aus. Das macht die Modellfunktion vollständig differenzierbar. Es gibt als alternative Aktivierungsfunktion noch den Tangens Hyperbolicus, den man hier anwenden kann. Und welches da eine Auswahl ist, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten in der Praxis, das einzusetzen, das nur als Hintergrund. Und die Differenzierung der Sigmoid-Funktion ist hier nochmal gegeben, einfach nur als Hintergrund. Einzig und allein die Anwendung der Sigmoid-Funktion löst das Problem. Das zeige ich Ihnen jetzt nochmal. Aber zunächst erstmal noch die Betrachtung eines einzelnen Perzeptrons. Hier mal
spaßeshalber mit einer linearen Aktivierungsfunktion. Was wir herausbekommen, ist eine, im Prinzip das Äquivalent der linearen Regression im Modell, im Perzeptron-Modell. Wenn wir die Heaviside-Funktion verwenden, haben wir halt den Perzeptron-Algorithmus, so wie gesehen. Und wenn wir die Sigmoid-Funktion einsetzen, haben wir im Endeffekt das Äquivalent der logistischen Regression. Natürlich könnte man jetzt auch den Gedanken verfallen, man kann ja an allen diesen Stellen hier ein Multilayer-Perzeptron bauen und entsprechend die Algorithmen anwenden. Allerdings ist das bei der Situation, wenn man eine lineare Aktivierungsfunktion für das Perzeptron nimmt, nicht zielführend. Jede Kombination von Linearfunktionen ist wieder eine Linearfunktion. Und demzufolge hat diese Kombination, die ein solches Multilayer-Perzeptron mit linearer Aktivierungsfunktion hätte, keinerlei Entscheidungsqualitäten für Klassifizierungsprobleme, die weit über eine einzellineare Funktion hinausgehen. Hier bei der Sigmoid-Funktion haben wir keine Gradienteninformationen für die Gewichte. Wir wissen nicht, wie wir sie tatsächlich trainieren sollen. Einzig und allein die Anwendung der Sigmoid-Funktion oder im Allgemeinen einer differenzierbaren Aktivierungsfunktion und einer nichtlinearen Aktivierungsfunktion lösen das Problem. Hier ist nochmal gezeigt, die Situation für die lineare Aktivierungsfunktion, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie das vorige Beispiel mit einer linearen Aktivierungsfunktion ausrechnen, erhalten Sie am Ende hier diese Gleichung und Sie sehen hier, dass jeder Parameter jedes Feature-Wertes im Prinzip nichts anderes als die Linearkombination einer Reihe von Gewichten ist. Und natürlich kann man diesen Wert jederzeit ersetzen durch einen einzelnen Wert. Und diesen Wert kann man dann auch ganz genauso gut direkt erlernen. Jetzt betrachten wir nochmal zum guten Schluss ein Beispiel. Das Lernsetting hat sich nicht verändert. Wir haben weiterhin eine Multimenge von Feature-Vektoren aus einem Feature-Raum mit Skalarprodukt, mit p-Dimensionen. Wir haben zwei Klassen. Nein, Entschuldigung, wir haben zwei Klassen, die in k-Dimensionen sind. Das heißt, wir haben einen Vektor von Klassen hier. Und demzufolge hat sich jetzt auch die Beispielmenge leicht geändert. Für jedes Beispiel haben wir einen Vektor von Entscheidung. Das heißt, an dieser Stelle haben wir ein Klassifikationsproblem, das nicht mehr so ist wie das binäre Klassifikationsproblem, sondern wir haben ein Klassifikationsproblem, das Multilabel zulässt. Das bedeutet, mit Hilfe des Multilayer-Perzeptrons könnten Sie im Prinzip auch jedem Beispiel mehr als eine Klasse zuordnen. Es kann sein, dass zum Beispiel, wenn Sie an Texte und Genre-Klassifikationen denken, ein Text aus mehreren Genres stammt, je nachdem, auf welcher Hierarchieebene von verschiedenen Genre-Klassifikationssystemen Sie agieren. Und Multilayer-Perzeptron ist geeignet, diese Funktion zu erlernen. Das funktioniert einfach so, dass Sie statt nur einen, Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück, nur einen Ausgabe-Perzeptron zu haben, einfach mehrere haben. Hier dann nochmal visualisiert für den Zweiklassenfall. Sie sehen hier ein nichtlinear separierbares Problem, das man nur lösen kann, indem man eine nichtlineare Entscheidungsfunktion als Hyperebene im Inputraum definiert. Und wenn Sie sich jetzt die Loss-Funktion anschauen, eines Gradientenabstiegs mit Hilfe einer Sigmoid-Aktivierungsfunktion, dann würde das so aussehen. Das heißt, wir haben hier den Input Space mit den Beispielen und die Loss-Funktion der Sigmoid-Funktion erlaubt uns hier, wenn wir die Entscheidung von 0,5 wieder anwenden, hier die Entscheidungsregel, die Trennung dieser Beispiele, so sie denn optimiert ist. Und damit sind wir
hier am Ende angekommen beim Multilayer-Perzeptron bei den Grundlagen und wir würden dann beim nächsten Mal